Ja, Leute, ich bin hier voll in Action. Hey, Vatus, dieser Chingado will einfach nicht abkratzen. Immer noch schön im Kampf hier. Ich mache hier gerade so ein bisschen die Leute platt. 1029 haben Informationen zu einem bekannten Täter. Übermitteln jetzt die CTOS-Koordinaten. Warte das mal. Das ja, wir können mich doch gerne entdecken. Bringt denen doch nichts. So. Du bist fast leer! Ja, ja, gleich kommt noch die Polizei, die kommen dann gleich rauf. Meinst du? Na komm. Jetzt mischen die Polizei hier noch mit. Hier ist richtig Stimmung. Hier ist richtig Stimmung, Leute. Hier ist richtig Babule. Hier steppt der Bär. Geht regelmäßig in die Kirche. Das glaubst du selber nicht. Ich brauche mal hier ein bisschen Bot-Aufladung. So. Jemand hat einen Verräter gemeldet. Kümmert euch um ihn. Genau. Genau deshalb wollte ich gerade. Polizei ist auch unterwegs. Jetzt prügeln die sich da richtig schön gegenseitig. Erstes Ziel erledigt. Bleibt noch eins. Orale, was ist los? Salúdame al señor, compadre. Verstärkung. Die rufen immer nur noch Verstärkung. Das Problem ist jetzt gerade, was ich habe. Ich komme da, glaube ich, noch ein paar von deren Kollegen. Ah, no, carnal! Warum ist auch noch? Por qué no te rindes ya? Der Puto ist erledigt. Lass sie das mal alles machen, Leute. Ich kann das gerade hier nur noch kommentieren. Ihr könnt auf Verstärkung rufen, wie ihr wollt. Was bringt euch das denn? Der tanzt hier so ein bisschen, oder was? Richte diese Erbsenpistole lieber auf dich selbst, Cabron! Spart Zeit! So. Jemand hat den Maulwurf gefunden. Schalt ihn aus. So, immer hierher, immer hierher, kommt. Ja, ich sehe. Oh Gott, wie viele Autos da stehen. Guck mal, da hinten leider. So, der ist erstmal schlafen gegangen. Gesamte Kokainlieferung zerstört. Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber.
Einfach weg. So, Leute, so kann man es auch machen. Da habe ich richtig Stress angezettelt, ne? Polizei, Texas, die anderen Dings, die prügeln sich da die Hucke aus dem Leib. Das ist sehr schön. So wollte ich das eigentlich auch haben. Na, okay, abgesehen davon, dass ich eigentlich keinen wollte, der da sich einmischt und ich aber die alle platt mache, um den Tod von Horatio zu sühnen. Deppen, Alter, ey. Ja, Leute, das war's. So, Frachtbereich verlassen. Und noch ein bisschen mich da im Schwimmen üben. Ist hoffentlich sehr sicher. Gott, ist das noch ein ganzes Stück, kann das sein? Schwimme ich hier bis ans andere Ende der Karte, oder was? Na los, komm. Ah, wir haben es gleich geschafft, zum Glück. Ich könnte jetzt ja fies sein. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Wenn ich zum Beispiel auf die Karte gehe. Und... ja. Nicht zur Verfügung. Das, genau das wusste ich. Ja, lass sie sich da die Hucke weg. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus, Leute. Sehr schön. Zwar nicht ganz so, wie ich gewollt habe, aber zum Schluss sehr effektiv, dass sie sich da gegenseitig die Hucke wegprügeln. Und ich Ruhe habe. So, damit mal wieder ein Teil von der Mission hier, von der Hauptstory. Dann fertig gekriegt. Okay, die Teskas in diesem Video, die Horatio entführt und getötet haben, die als Nächste. Der Boss nennt sich Pablo der Häuter. Er versteckt sich irgendwo. Die anderen sind Luis Trevino, Tina Huerta und Jorge Gutierrez. Sie treffen sich in den trockenen Kanälen, um über DedSec zu sprechen. Gut, die holen wir uns. So, wir haben eine neue Mission. Das ist sehr schön. Schön auf der Karte. Auf der Karte anzeigen. Wir müssen dahin. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal eine Schnellreise hin. Ja klar, weil ich muss jetzt ja nicht dahin schwimmen oder machen und tun. Sondern ich werde mich von hier aus schön auf den Weg machen. So, dann erstmal da raus. Und den Typen jetzt wieder richtig schön auf den Fuß treten, um das mal noch freundlich auszudrücken. So. Und dann mache ich erstmal hier, zack, zack, zack. Genau, ja. Autoruf. Ja, ich würde mal sagen. Ihr werdet es nicht glauben, aber das Teilchen ist auch meine. Okay, ein bisschen ausgeliehen von T-Bone, aber mir vollkommen egal. Denn mit dem Ding robbe ich alles aus dem Weg. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber dafür fett gepanzert und macht richtig Alarm. Hauptsache, das war die richtige Wahl. Schön auf die drauf zufahren und richtig dann Peng machen. Seht ihr das? Ich würde sagen, der Hubel macht richtig Alarm. Notruf, worum geht es? Hier findet eine Schießerei statt. Genau. Ja, können sie machen. Dann kriegen die mich richtig schön Stress da gerade. Und dann erstmal weiter. Schön, dass du hier bist, Rachel. Alle bei DedSec sind stolz darauf, dass du Horatio rächen willst. Danke.
Was geht ab? Ich habe mal Ihre Telefonate mitgehört. Trevino ist schon da. Die anderen beiden sind unterwegs. Mehr muss ich nicht wissen. Bring dich lieber in Sicherheit. Viel Glück, Mann. Ja. Geht die Schießerei gleich weiter? Das hoffe ich doch natürlich. Nein, natürlich nicht. Dann hätten wir erstmal den. Jetzt mal den. Ich verfolge Gutierrez. Er ist jetzt am Treffpunkt. So. Muss ich überhaupt lang? Ich würde mal sagen, das hat richtig gesessen. Vielleicht sollte ich mich noch um den da kümmern. Ich habe Tina Huerta im Visier. Sie ist gerade angekommen. Wird sie bereuen. Den ausgeschaltet, sehr schön. Huerta ist raus. So. Hallo, so. Hallo? Kommst du endlich her? Pablo ist sauer wegen der Scheißlieferung. Wer weiß, was die Nerds als nächstes... Ruhe, ihr Arschlöcher! Ich telefoniere... Hey, yo! Wir haben hier einen ungebetenen Gast! Louis Trevino wird uns nicht mehr ärgern. Penner. Marcus, der letzte von den Pennern will sich verziehen. Lass bloß keinen kommen, Mann. Ha, ha, Anderle, er ist verwundet. Der Wichser Gutierrez ist abgehakt. Huerta, Gutierrez, Trevino. Ein bisschen Gerechtigkeit für Horatio. Verschwinde da. Jetzt ist das Arschloch Pablo dran. Lass mal hier mit dem kleinen Hobel da weg haben. Wird schon nichts passieren. Aber erstmal hier mittendurch abhauen. Davon träumst du doch nicht. So, zack, hier die nächste Mission auch gleich abgeschlossen. Hey, ja, richtig schnell hier, vor allen Dingen richtig hardcore, ohne Zweifel. So richtig noch im Rücken, so, ne? Wie man es aus guten Actionfilmen kennt. Leute, so natürlich nicht machen, aber das ist jetzt einfach nur Rache, die ich hier gerade betreibe. So. Mal gucken, was weiter. Okay, Zeit für den Anführer. Pablo der Häuter, hab ihn zu den Hundekämpfen in Oaklands Chinatown verfolgt. Ein Deadzeck-Mitglied erkundet dort den Laden für dich. Der Kerl gehört uns, Marcus. Genau. Der definitiv uns. Auf Karte zeigen. Zack. Erstmal hier lang. Ja.
Cops? Hat das dem Auto wehgetan? Nee, nicht. Da kenne ich gerade gar nichts, Leute. So. So, rüber hinweg. Einer. So, nächstes Auto. Eiskalt hier. Kenne ich gerade gar nichts. Das ist jetzt hier pure Rache. Nur noch Rache hier, Leute. Aus dem Weg hier. Einfach nur alles aus dem Weg ruppen. Erstmal hier. 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 Und dann Start. Hey. Retro. Was geht hier ab? In dem Gebäude da gibt's Hundekämpfe. Da war wohl mal ein Hallenbad oder sowas. Zutritt ist nur für Mitglieder. Komm ich da irgendwie rein? Ich glaube, dass du durch das Restaurant reinkommst. Viel Glück, Mann. Können wir dir irgendwie helfen? Danke. Wir dürfen nicht auffallen. Ich gehe allein rein. So, jetzt nehme ich die Kasperkappe da hier in diesen komischen Schuppen da. Und soll darüber reingehen. Bin ich ja mal gespannt. Wow. Alles hier schön erstmal auseinandernehmen. Was war das? Was ist? Oh. Das war eine Fasse. Shit, das wird sicher einen ganzen Haufen Teskas auf den Plan rufen. Die Hundekämpfe sind super laut. Schließt einfach alle aus, wenn's geht. Das müsste reichen. Drin bin ich. Drin bin ich, Leute. Ja klar, wäre ja auch zu einfach. Das wäre auch zu einfach. So, da hoch. Ich glaube, das wird blutig. Das habe ich zumindest mal schon geschafft hier. Ich würde sagen, den Typen müssen wir mal helfen. Okay. Oh. Ach du Scheiße.
Die Tescas heißen euch willkommen und ich garantiere euch heute ein paar blutige Hundekämpfe. So ein Witz, ne? Das ist ein Witz, ne? Packen wir es an. Bruno? Bums. So, erstmal Ruhe gemacht. Sorry, Hündchen. Aber das musste gerade sein. Konnte ich da mit dem Ding auch noch rein? Warum? Warum konnte ich hiermit auch noch rein? Das ist, als wenn hier irgendwas wäre. Oh. Oh, nee, ne? Jetzt muss ich noch den Netzwerkschlüssel finden. Das ist doch nicht wahr, oder was? Gucken. So, jetzt sind wir hier bei dem Hundchen drin. Na, der hätte natürlich auch den Typen ausschalten können. Natürlich, war ja klar. Die Frage ist, warum? Oder wie soll es hier weitergehen, Leute? Denn das weiß ich gerade nicht. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Damit ist die Folge hier mal zu Ende. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und vergesst nicht, die Glocke anzumachen. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.